Moin Moin, liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal Modbox weitere Infos und Spieleindrücke von dem neuen LS22 vor. Dafür natürlich nochmal Dank an Giants und an McManus, dass wir den Key schon fast eine Woche vorher bekommen haben, sodass wir für euch auch passend vorproduzieren können. Wir möchten euch jetzt natürlich hier so einen kleinen Eindruck zeigen von der Elm Creek, also einer der beiden neuen Maps. Die französische hatten wir in dem Video davor. Jetzt kümmern wir uns um die amerikanische Version. Und was man sofort erkennen kann, wenn ihr natürlich das andere Video gesehen habt, es ist sofort ein anderes Flair. Ihr seht diese breiten, highwayartigen Straßen, die größeren Tankstellen, also so typisch amerikanisch, alles ein bisschen größer. Wir schauen uns die Karte mal als Ganzes an. Ihr seht, auch hier gibt es verschiedenste Feldvariationen. Hier sieht man auch schon mehr so abgerundete Felder, was dann von Frankreich eher so spitz zulaufende Felder waren. Oder so ist hier schon eher so ein bisschen, also das ist eher so hier so die französische Variante gefühlt. Aber hier sieht man auch mal abgerundete Felder, ne, auch recht große Felder, was halt so typisch amerikanisch auch so ein bisschen ist. Man sieht hier wirklich einen Fluss, der durch die durch das ganze Land zieht. Verschiedenste Feldgrößen und Variationen. Auch hier gilt es natürlich, Pfeil nach unten heißt Verkaufsstelle, Pfeil nach rechts heißt Produktion. Alle anderen Symbole brauche ich, glaube ich, jetzt nicht mehr erklären, das haben wir schon oft genug gehabt, Zug und so weiter. Auf jeden Fall ist das jetzt so der Eindruck der amerikanischen Map. Ich habe ja wieder auf neuer Farmer gestartet. Wir können ja gerne mal schauen zu den Startfuhrpark. Es gehören drei mittelgroße Traktoren. Zwei John Deere, einmal den 4755 und den 7810, genau wie Master Ferguson, 3670. Drescher ist der gleiche wie in Frankreich, der Dodge Topliner. Autos ist ein Pickup wieder, ein Lizard, wo der auch einen tollen Sound hat. Anhänger hat man den Wegler, wie auch auf der französischen Map. Schneidwerk, grober, sehr technisch, ist alles das gleiche. Genauso wie Gewichte und Sämaschinen. So, wir können mal eins machen hier. Hört ihr den Sound? Ja. hier ist unser Hofsilo, ne, wie man das so kennt. Da ist jetzt hier quasi ein Unterstand, eine Scheune. Hier kann man natürlich Fahrzeuge parken, wenn man möchte. Und auch mit dem Teleskop gut unterwegs ist, kann man ein bisschen Heu oder Strohballen drin lagern. Ich zoome mal komplett raus. So, ein Wassertank ist dort angeschlossen. Ihr seht, KI-Verkehr ist da. Wir können mal ein bisschen durch die Gegend fahren, um das Ganze ein bisschen zu zeigen. Wir fahren mal da die Hauptstraße entlang. Und ihr seht, die geht elendig, also elendig im positiven Sinne, halt typisch amerikanisch lang. Hier ist eine Feuerwehr. Eine schöne breite Straßen, weil man in Amerika auch die größere Maschine nutzen kann, die das Spiel auch mit sich bringt. Den großen John Deere und so weiter. Mit den jeweiligen Ketten. Dort hinten sehen wir schon den BGA. Da können wir ja mal just mal einen Schlenker machen, um uns die mal anzugucken. Von der Aufbauvariante ist sie, würde ich sagen, gleich zu der in Frankreich verbaut ist, mit den beiden Befülleinheiten, mit den beiden Silos, die dahinter stehen, wo wir quasi eure Hexe gut anliefern können zum Silieren. Unterstellhallen sind dabei. Das passt soweit. Schauen wir mal weiter. So, jetzt sind wir da bei der BGA. Wir können mal gucken und springen mal so ein bisschen. Haben wir hier die Spinnerei, besuchen wir auch mal, weil die haben wir uns in dem anderen Video auch angeschaut. Und auch hier sieht man einfach anders. Es ist nichts einfach nur blind kopiert oder irgendwie dasselbe Gebäude überall hin platziert, sondern ihr habt hier ein ganz anderes Gebäudedesign, als es auf der französischen Map ist. Die Franzosen halt eher moderner und so. Und hier ist es halt so typisch amerikanisch, Holzvorbau, ein bisschen Klinkerschuppen. Finde ich sehr gut, weil es passt halt sehr, sehr gut in die ganze Geschichte hier rein. Wir können ja mal gucken. Mal hier rüberfliegen. Ja, ein bisschen höher. Ja, und ihr seht halt auch hier kleines Waldgebiet von Bäume fallen. Hier auch eine Ruine mitverbaut. Dass ja auch da dann halt immer mal wieder, also es war in der französischen Map halt auch so, dass da immer wieder was zum Entdecken gibt. Ja, alles haben wir natürlich auch nicht gesehen, weil so viel Zeit haben wir jetzt auch nicht. Hier ist jetzt, glaube ich, wie es in dem Video, also auch in den Teaser-Video bzw. in den Factsheets von Giants kam, dieses Maislabyrinth. Ne? Nicht laufen im Mais, ne?
sowas halt. Finde ich persönlich sehr cool gemacht, weil ihr seht auch die Pflanzen, wenn man durchläuft, ne, die gehen halt auch runter. Finde ich persönlich sehr gut gemacht. Ein kleiner Spaß für nebenbei halt, ne? Das Feld ist auch, glaube ich, zum Kaufen. Wir können jetzt mal gucken, ob das Spaß ist, halt, ob das. Ja, also die ganze Fläche könnt ihr dann kaufen, also sprich inklusive Waldgebiet. So, was kann ich denn euch noch Schönes zeigen? Zug ist hier, glaube ich, auch verbaut, genau. Ne? Also auch den Zug könnt ihr hier wieder mieten und nutzen. Hier ist, glaube ich, nochmal ein BGA oder ne, Biomasse-Heizkraftwerk war das. Ja, ihr seht zum Beispiel, das ist zum Beispiel im Verhältnis zu Frankreich eine ganz andere Liga. Das ist riesig groß. Hat wahrscheinlich auch dementsprechend mehr Leistung. Im Fall ist so ein kleinen, was halt in Frankreich platziert ist. Aber das passt einfach ins Bild. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Ne? Das muss man wirklich sagen. Was kann ich euch noch Gutes zeigen? Ja, die Map hat natürlich absolut amerikanischen Flair. Das muss man ganz deutlich so sagen. Goldcrest Valley. Also wer kann sich daran erinnern? Das ist, glaube ich, aus dem LS17. Die Map hieß doch, glaube ich, so, oder? Schreibt es noch in die Kommentare. Ich glaube, das war so. Wir können mal zum Shop springen. Gucken wir uns den mal an. Auch hier seht ihr ein komplett anderes Gebäude. Clever Motors, ja. Sehr gut. Ne, mit dem Belicht. Der Shop ist jetzt, ja, gut, bis zum Hof ist es auch gut fahrbar. Dadurch, dass man diese großen, breiten Strecken hat, ist natürlich auch alles gut befahrbar. Ja, gibt es noch irgendwas mit Einkaufszentrum? Das können wir uns auch gerne mal anschauen. Das ist ein Verkaufspunkt. Da könnt ihr dann wieder eure Erzeugnisse verkaufen, sprich Brot, alles, was mit in der Bäckerei zu den Kuchen, wahrscheinlich auch eure Tomaten und so. Und das ist natürlich schon wieder größer als in Frankreich. Ja, alles sehr, sehr schön. Ja, gut. Ich glaube, einiges an den Map müsst ihr natürlich auch ein bisschen selber erkunden, weil es ist einfach zu viel, als wenn ich euch jetzt hier jeden Punkt da zeigen sollte. Hier seht ihr typisch amerikanischer Viehhändler, wie man so ein bisschen aus den Fernsehbildern kennt. Oh, guck mal. Das ist ja auch cool. Das ist ja süß. Ja. Haben wir auch noch gesehen. Erste Mal. Seht ihr auch, wir entdecken immer wieder was Neues. Ja, das ist quasi jetzt hier die amerikanische Map. Vielleicht noch ein kleiner Fun Fact, das war, glaube ich, hier auf dieser Map. Ich muss mal kurz zum Hof zurückspringen. Was ganz cool sein wird für uns RP-Spieler ist natürlich, dass man jetzt hier zum Beispiel in den jeweiligen Räumlichkeiten zum Beispiel Hammer in die Hand nehmen kann. Ne? Er könnte dann der Miguel den, wenn der Harry mal nicht liebt, ist mal Finger klopfen, ne, oder halt eine Zange kann man nehmen oder halt den Schieber hier. Das ist echt cool gemacht, also lässt so ein bisschen Spielraum natürlich für uns RP-Spieler. Ja, ich würde sagen, ich möchte auch nicht länger jetzt irgendwie auf Biegen und Brechen jetzt hier irgendwas erklären. Ich meine, das meiste haben wir euch im ersten Video erklärt, die Symbole und so weiter. Alles weitere zu Produktionslinien und Ketten kommen natürlich in alles in separaten Videos, weil das wäre, würde den Rahmen springen, dann würdet ihr wahrscheinlich ein 8-Stunden-Video haben und das macht ja weder für euch noch für uns Sinn. In diesem Sinne möchte ich mit diesen Eindrücken aus der amerikanischen Map alleine lassen. Ich hoffe, euch die Zeit so ein bisschen vertreiben zu können, bis es für euch dann auch endlich losgeht und ich hoffe, wir uns beim nächsten Mal. Lasst das Daumen, lasst ein Däumchen da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren, ja, Vorstellungen zum LS22 von uns zu verpassen. Und in diesem Sinne möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Mobbox. Ciao.